Die Fangemeinde der Bösen Onkels zählt schätzungsweise 1 Million Anhänger. Die Konzerte der diesjährigen Herbsttour sind schon zu 60% ausverkauft. Wenn man sie lässt, füllen die Onkels Fußballstadien und große Hallen. An viele Missstände, soziale Missstände, an Probleme, die du im Leben hast, in der Partnerschaft, auf der Arbeit, egal was, eigentlich alles. Ich denke, es baut ein bisschen Aggressionen ab, wenn man die hört, wenn man so, weiß ich nicht, oder wenn man echt richtig down ist, Beziehungsstress oder so. Die haben eine gute Einstellung, die singen wenigstens keine Scheiße, die singen halt so vom Leben, was sie denken und die haben auch recht damit. Ja, das ist im Leben gegriffen, also ich kann mich mit jedem Text einzeln identifizieren, also passt alles. Auch wenn ich jetzt irgendwie so ein Musikstück davon höre, da weiß ich ganz genau, irgendwie ist das auch ein Teil von meinem Leben auch. Das stimmt alles, das passt alles. Und es ist die einzige Band in Deutschland, die sich wirklich getraut hat, das, was sie denkt, auch durchzusetzen. Also es ist nicht so, dass die irgendeinem Trend hinterhergelaufen sind oder irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen Politikern Rechnung getragen haben, sondern dass sie wirklich das, was sie denken, durchgesetzt haben und dadurch trotzdem was geworden sind. Diese Bewunderung macht die Band auch kommerziell erfolgreich. Und das, obwohl Onkels Tonträger nicht in den Regalen der großen Kaufhäuser zu finden sind. Das letzte Album hat sich über 350.000 Mal verkauft. Dafür gab es Gold. Und die Scheibe landete auf Platz 4 in den Charts. Von den meisten Radiosendern werden sie noch immer nicht gespielt. Ich denke mal, dass auch eine große Rolle spielt, dass die Fans mit unserem Background, also wo wir herkommen, wie wir als Onkel, den Weg, den wir als Onkels gegangen sind, dass sie damit viel anfangen können. Also da liegt meiner Meinung nach auch ein kleiner Teil des Geheimnisses, warum die das so gut finden. Das ist wirklich, wie es der Kevin schon gesagt hat, es ist nichts gestellt oder irgendwas geschauspielt, sondern es ist so passiert, wie es passiert ist. Und diesen Background haben wir nie verleugnet oder haben nie versucht, einen anderen zu schaffen, um den Leuten irgendwas vorzumachen. Und ich glaube, damit können die Leute halt viel anfangen. Und weil wir halt erst Dreck angefangen haben, sozusagen, damals, also die Zeit, die man uns übel nachsagt. Und naja, wir sind weiter empohlen, also wir haben es zum Besseren gewandt. Und die können es nachvollziehen, ja, dass wir erst aus der Scheiße ins Licht gekommen sind. Ja. Aufgewachsen in zerrütteten Familienverhältnissen, groß geworden auf der Straße, begannen sie Anfang der 80er Jahre als Punkrocker, wechselten dann in die Skinhead-Szene. Lieder aus dieser Zeit waren häufig eindeutig deutschnational bis rassistisch. Ein mehrjähriger Bewusstwerdungsprozess führte Ende der 80er zur offensiven Absage an die rechte Szene. Mit den Onkels haben sich auch viele ihrer Fans gewandelt. Für die meisten Fans sind die Onkels Teil der eigenen Lebensgeschichte. Nina, sie ist 20 Jahre alt, Polizistin und lebt in Erkenschwick. Die Texte und Songs der Onkels haben ihr über viele Krisen hinweggeholfen. Sie besitzt alles, was es von oder über die Onkels zu kaufen gibt. Und natürlich ist sie auch im BOSC, im Fanclub ihrer Band. Nina lebt zusammen mit ihrem jüngeren Bruder bei den Großeltern in einer kleinen Sozialwohnung, umgeben von dem, was sie ihre zweite Familie nennt. Das war jetzt hier vor der BOSC-Party. Natürlich auch mitgenommen, Autogramm mit drin. Da sind dann so auch Erinnerungen. Da wird schon vorher immer eingetragen, noch 8-mal schlafen und noch 10-mal schlafen und noch 14 Tage. So dann die Vorbereitung für mich, wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Als Nina 9 Jahre alt war, starben kurz hintereinander ihre Eltern an einer Überdosis Heroin. Ich habe auch viel Scheiße miterlebt, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der typische Sozialfall bin oder so, weil viele sagen von sich, ja, meine Eltern sind geschieden und meine Eltern waren Säufer oder ich bin, weiß ich nicht, ein Schlüsselkind gewesen und deswegen muss ich jetzt selber abrutschen und ja, mein Leben ist eh scheiße gewesen, ich habe scheiß Voraussetzungen und deswegen kann ich mich jetzt gehen lassen. Aber ich habe immer irgendwie gesagt, ja, du musst es anders machen. Ich habe halt von meinen Eltern ein abschreckendes Beispiel bekommen und habe gesehen, was Elend ist. Aber deswegen dachte ich mir auch, ja, du packst es an, du, weiß ich nicht, machst irgendwas, ne? Und deswegen, ich möchte nicht unbedingt die Welt verbessern, aber ich möchte vieles ändern, weil mich auch vieles ankotzt und ich denke, das muss man nicht alles so hinnehmen. Nina hat sich schon sehr früh entschieden, Polizistin zu werden. Vor wenigen Wochen hat sie ihre letzte Prüfung bestanden und ist zurzeit am Kölner Flughafen eingesetzt. Ja, hier ist jetzt nichts. Das ist in der Polizeischule, ne? Ja, das ist in der Polizeischule. Das war auch noch im ersten Jahr, wo wir die grünen Hosen noch anhaben mussten. Das ist eine Kollegin von mir.
Und da auch nochmal. So. Und auch viele Jugendliche, die Probleme haben, die brauchen vielleicht mal jemanden, mit dem sie sich richtig ausquatschen können und wo sie mit dem Problem hingehen können. Ich weiß nicht, da gibt es ja eigentlich zu wenig. Mhm. Auch zu wenig Leute, die auf die Jugendlichen zugehen und sagen, ihr könnt mit uns darüber reden. Nicht dieses normale Sozialquatsch, ja, kommen wir in ein Problem hast, sondern dass Jugendliche wirklich eine Anlaufstelle haben, wo sie denken, die nehme ich ernst. Und vielleicht kann ich mit meiner Freizeit was Besseres anfangen und so. Einmal in der Woche wird ein Klassenraum für Nina und ihre Freunde zur Probebühne. Zum Repertoire gehören vor allem Titel von den bösen Onkels. Auch bei Thomas und seinem Freund läuft nichts ohne die Frankfurter Rocker. Wenn irgendwas Neues von den Onkels auf dem Markt ist, dann wird sofort gekauft. Egal. Und wenn ich irgendwie einen Fleck in meinem T-Shirt sehe oder einen Riss, dann wird sofort entfernt oder wird sofort neu gekauft. Sag mal so, ich kaufe mir sonst alles nichts von meinem Geld. Das wird dann alles so in Onkels Material umgesetzt. Ich versuche an ziemlich viele Klamotten ranzukommen, die man dann so kriegt. Thomas ist wie Nina Mitglied im Onkels Fanclub. Er versäumt keine Veranstaltung, besonders nicht die Autogrammstunden. Zu diesen Gelegenheiten bietet die Band ihren Fans Poster, T-Shirts, Autogrammkarten zum Kauf an. Ein echter Onkels-Fan besitzt alle Onkels-Artikel. Die Band verdient. Viele der Fans geben ihr letztes Geld. Onkels zum Anfassen. Eine Ersatzfamilie. Der Grund, warum wir diese Art der Texte schreiben, oder das ist ja genau das, ist ja das, was uns Halt gab, was du vorhin angesprochen hast mit den Text, dass wir uns selbst als Götter bezeichnen. Ich meine, wir machen uns ja selbst mit unseren eigenen Texten Mut zugesprochen. Ja, daraus resultieren die vielen Sachen. Das ist ja nicht irgendwas abgesponnenes Zeug. Und das ist natürlich sehr ironisch zum Teil, sehr doppeldeutig, natürlich auch interpretierbar. Aber in erster Linie haben wir uns mit unseren Texten selbst Mut gemacht. Mhm. Ja, und wir hatten uns. Darauf konnten wir im Prinzip immer bauen. Das war ein wichtiges Ding. Wir waren die Familie, die wir vielleicht in anderen Formen nicht hatten. Ja. Mhm. Die haben mich von Anfang an fasziniert. Also wie gesagt, am Anfang war es mehr so Spaß und es passte immer zum Rausgehen und zum Saufen. Aber ich selber habe mich weiterentwickelt und die Onkels auch. Und ich habe, ich bin da vielleicht so ein bisschen mitgegangen. Die Texte wurden anspruchsvoller, die Texte sind aus dem Leben gegriffen. Und das ist auch faszinierend für viele Onkels-Fans oder für die meisten. Die sagen ja, die singen das, was ich denke. Und es gibt für jeden Lebensbereich einen Song. Wenn ich gefrustet bin und alles finde ich scheiße, dann höre ich mir wieder mal den Tag an und sage, ja, ist alles kacke. Ne? Mein neuer Tag beginnt auf der Suche nach dem Sinn in meinem Leben, doch ich kann ihn nicht finden. Ich hab nächtelang getestet, mich ins Koma getroffen, oft gezielt, doch ich weiß, wie es ist, der Arsch zu sein. Wieder mal einen Tag verschenkt. Mit dem Ende der DDR bekam auch die Fangemeinde der Onkels Zuwachs. Die Musik der Onkels ist für viele Menschen in den neuen Bundesländern Sprachrohr für ihr Lebensgefühl. Peter ist 45, Onkels-Fan, von Beruf Baufacharbeiter. Der Freiheit.
Nach der Wende wollte Peter von Politik zunächst nichts mehr wissen und schloss sich der Leipziger Hausbesetzerszene an. Peter gehört keiner Partei an. Dafür sei er nicht anpassungsfähig genug. Mit den bösen Onkels verbindet ihn eine tiefe Sympathie. Die ecken genauso an wie ich. Ja? Mit dem, was sie zu sagen haben. Oder was sie halt versuchen zu vermitteln. Ecken die genauso an wie ich. Und die kommen ja genauso wie ich auch so von der Straße. Sein Leben verlief ähnlich bewegt wie das seiner Band. Während der Armee hatte sich meine Ehe erledigt, weil man, wie gesagt, man schreibt ja vorher, wenn man auf Urlaub kommt, man kommt ja nicht unangemeldet nach Hause. Ne? Nach der Armee durfte ich dann mal auch diese Schattenseite des Sozialismus kennenlernen, indem ich einfach ein Problem mit einem ausländischen Mitbürger hatte und daraufhin natürlich in den Knast gegangen bin. 5 Jahre Knast. Er sei von einem Vietnamesen mit dem Messer bedroht worden und habe sich zur Wehr gesetzt. So schildert uns Peter heute den Vorfall. Na, ich habe mich schon alleine durchschlagen müssen, weil meine Mutter, die hatte ein eigenes Geschäft, die hat also keine Zeit gehabt. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Erfahrung, so, wenn man es halt auch will, dass man versucht, selber auf eigenen Füßen zu stehen. Onkels höre ich eigentlich ja fast den ganzen Tag, weil in der Musik, also in den Texten der Onkels, das, was viele junge Leute tagtäglich erleben, zum Ausdruck kommt. In Mölbis, einem Vorort von Leipzig, treffen wir diese Jugendlichen. Sie sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, Baufacharbeiter, Dachdecker, Schlosser. Alle haben eine Berufsausbildung und alle sind ohne Job. Demokratie ist nur ein Wort, solange man sie nicht will. Aus ihrem Ort weggehen würden sie aber nicht, denn das Einzige, was ihnen Halt gibt, ist der Freundeskreis. Und auch die Hölle ist ein Ort, der sich schon die Sonne dreht. Die sind jetzt, wie wir jetzt da sitzen, alle auf Deutsch, freischaffende Arbeitslose. Und der Staat macht uns zu dem, was wir jetzt sind. Darauf halte ich nicht viel. Wenn er vieles anders machen würde, dann würden wir auch besser dastehen. Aber wir sagen jetzt, das mit dem Arbeiten. Wie sieht für diese Jugendlichen der Alltag aus? Wir müssen doch irgendwie rumkriegen meistens. Das ist ein schönes Wochenende, weil da geht's ein bisschen schneller. Disco und so weiter. Was wären denn so die Wünsche, die Träume? Eine Arbeit bis zur Rente. Also auf jeden Fall. Sicher ein Arbeitsplatz. Weil die nur so bezahlt, dass du dir am Ende irgendwann was sparen kannst. Und was sind denn 1500 Mark im Monat? Gehst du hier hin, gehst du dorthin, da kommt der Schein im Briefkasten geflattert und dann wird der Einzahlschein und ruckzuck geht das dann. Die sind das, was wir vielleicht denken. Die kommen mit der Sprache raus, also auch so und na ja, wegen Arbeitslosen. Und immer Musik, wo man am Ende auch mal was mit verstehen konnte. Denn was nützt mir ein englisches Lied, wenn das auch klingt von der Melodie her, aber trotzdem kann ich dann noch lange nicht den Text verstehen, wenn ich kein Englisch kann. Und was ist der beste Onkelstitel? Nur die besten Scherben, Junge, das hört eigentlich fast jeder gerne. Und warum? Das war eigentlich mehr trauriger Moment, wenn man es so sieht, aber da denkt man eben auch an seine Kumpels, die man schon verloren hat. Gibt ja schon viele eben durch Autounfälle und so. Man muss sogar das 24 Jahre, aber man hat schon viele verloren. Wegen Alkohol und... Ja, das auch mit. Ja. Beim Fahren war es meistens der häufige Grund mit drin. In der ganzen Geschichte. Das ist ja auch dein Lieblingslied, Billy, gell? Ja. Und warum ist das bei dir so? Weil er einen schönen Text hat. Der Text gefällt mir und tja, ich hatte immer den Gedanken gehabt, weil ich nicht mal weiter das gesehen habe. Dich umzubringen, oder? Mhm. Ich habe einen Brief geschrieben gehabt, den hat meine Mutter ja, zur Zeit gelesen und es hat bestimmt geklappt.
Kommt so eine Idee öfters? Nö, das nicht mehr. Obwohl es jetzt schlimmer ist, gerade wegen Arbeit oder so. Aber letzte Zeit hatte ich die Gedanken eigentlich nicht mehr gehabt. Das hatte ich vor 2-3 Jahren gehabt. Und da, dadurch, dass das Lied jetzt kommt, da muss ich immer mit zurückdenken. Gerade heute habe ich einen Brief gekriegt von einem Mädchen, die hat auch Drogenprobleme gehabt und hat in 8 Wochen so weit geschafft, sich da clean zu machen. Und sie meint, dass die Musik hier ihr dabei geholfen hat und dass er ohne die Musik und böse Onkels hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Und das kriege ich öfter so Briefe, ja, die mir das also ganz offen schildern und sagen, dass sie damit Probleme hatten und dass die Musik ihnen den Rückhalt gegeben hat, das alles zu meistern. Ich möchte nicht die Probleme der ganzen Welt auf meinen Schultern haben, sondern ich möchte in erster Linie, oder warum wir Musik machen oder warum ich die Texte schreibe, ist ja in erster Linie mal, um mich zu befreien vom Ballast, um mich selbst zu therapieren. Und wenn das natürlich dann so weit geht, dass andere Leute sich daran oder das auffangen und sich daran festhalten können und vielleicht auch dadurch Kraft schöpfen, und dann ist das eine tolle Sache. Nur es kann nicht so sein, dass wir im Prinzip uns mit den Problemen all unserer Fans auseinandersetzen. Ich meine, da würdest du kaputt gehen, da würdest du zugrunde gehen, da würdest du nicht mehr die Kraft haben, im Prinzip das zu machen, was unsere Aufgabe ist oder unsere Berufung ist. Aber es darf doch nicht so sein, dass wir, oder es sollte zumindest nicht so sein, dass wir eine Art neue Religion werden und uns die Leute auch als eine Art Krücke benutzen und vielleicht darüber hinaus vergessen, dass sie ihr eigenes Leben in den Griff kriegen müssen und nicht es langt, dass wir unser Leben in den Griff gekriegt haben. Wichtiger Anlaufpunkt für die Jugendlichen aus Mölbis ist der Club Sonniges Leben im nahegelegenen Holzhausen. Er ist der einzige Treffpunkt. Die Gemeinde finanziert den Club und die Jugendlichen verwalten ihn selbst. Hier kosten die Getränke 1 bis 2 Mark. Renoviert und eingerichtet haben sie den Club selbst, nach ihrem eigenen Geschmack. Onkels-Fans sind sie fast alle hier. Ich bei meiner Schwester das erste Mal CD gesehen, nicht gekonnt, was ist das? Blödsinn reingeholt, CD-Player, gefällt mir, mitgenommen, eingesteckt. Nie wieder hingegeben. So. Ja. Und so fing das an, das war die hässliche, ich hab's da geholt hier, die hässliche. Na, und dann immer mehr gekriegt. Dann hat man geguckt, vor allen Dingen, man kriegt es ja nicht im Laden irgendwo. Also das ist auch Kult oder was? Es ist ein Kult, weil es hat nicht jeder. Man kann nicht sagen, ich gehe mir jetzt ein Onkel-CD kaufen, wo fährst du hin, Saturnmarkt, gibt's ein Onkel-CD. Gibt es nicht immer. Die eins, die gab's da, ja, ruckzuck war sie ausverkauft. Mit der Musik hat man Freunde, also man versteht sich, wenn jetzt jemand sagt, bist du Onkels-Fan? Ja, klar. Klar, und da hat man klein, man kann schon unterhalten klein. Und ich sage, ich habe schon vorhin unten gesagt, auf den Konzerten von denen, es waren Punks waren da, Skinheads waren da, Hooligans waren da, alle haben sich miteinander verstanden, keiner hat irgendwie stumm gemacht. Und es war eine einzige große Familie, und das, wenn man die Texte hört, so, und man hat wirklich mal ein bisschen Hass oder so, da kann ich, ziehe ich meine Jacke aus, räume die Tische aus dem Weg und poke wie ein Blöder. Und da ist der Wut weg, da schubse ich mich mit ihm, ziehe das durch die Kante, fliegen 2 Mal auf die Fresse und da ist der Hass weg. Gegen irgendwas. Also man kann absolut schön Stress abbauen, weil man richtig schön vergleichen kann mit den Texten. Wir sind schon lange, lange da. Die Welt hat uns verlangt, sie hat nicht mehr.
Perspektiven, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die Verzweiflung lässt sie eher nach radikalen Alternativen Ausschau halten. Jetzt eine Protestpartei, sag ich mal, wo dann eben die großen Parteien mal nachdenken, hier, es geht nicht mehr so und wir müssen mal was ändern. Ist meine Meinung jetzt, dann was die für Ziele haben, die Reps oder PDS, da wäge ich schon ab, wer da mehr Stimmen bekommen könnte und die wähle ich dann, damit eben die größten Parteien dann mal ein bisschen zum Nachdenken kommen oder jedenfalls hoffe ich das dann. Leipzig zählt zu den Städten im Osten, in deren Wiederaufbau und Kosmetik sichtbar viel Geld geflossen ist. Die meisten Projekte sind Abschreibungsprojekte für Investoren aus dem Westen. Hinter den schönen Jugendstilfassaden der Stadthäuser wohnen jedoch kaum Menschen. Die Mieten können sich nur wenige leisten. 30% der Wohnungen stehen leer. Und von der langjährigen Aufbauphase profitieren einheimische Arbeitskräfte auch nicht. Die Investoren bringen meistens ihre eigenen Billigarbeitskräfte mit. Benjamin engagiert sich bei der PDS als Wahlhelfer, studiert Literaturwissenschaften und arbeitet als Fotograf, um sein Studium zu finanzieren. Hin und wieder schreibt er in der Lokalzeitung kleine Artikel. Und Benjamin ist Onkels-Fan. Ich habe eine ganze Weile von dem Vorurteil gelebt, was es gegen die Onkels gibt, aufgrund von den bekannten Verfehlungen in der Vergangenheit. Und kam dann durch meine Arbeit dazu, mich zumindest mit dem Thema zu befassen, mit dem Umfeld. Und ich fand die Musik fürchterlich von dieser Band. Ja, und dann bei der Gelegenheit muss man die Musik ja hören. Und irgendwie habe ich mich dran gewöhnt und jetzt mag ich gar nicht mehr ohne leben. Benjamin dokumentiert in einer Fotoserie die Überbleibsel des realen Sozialismus. Wie das stillgelegte Braunkohlegebiet vor den Toren Leipzigs. In einigen Jahren sollen hier blühende Landschaften entstehen. Ein Millionenprojekt zur Renaturierung des Gebietes ist geplant. Die meisten Arbeiter aus dem Tagebau leben heute von der Sozialhilfe. Die wenigsten von ihnen werden neue Arbeit finden. Ich habe mit einer Frau zusammengelebt, die hat die Kneipenterroristenbande vergessen. Das war meine erste Onkelsplatte. Und da war ich ziemlich frustriert und habe dieses So sind wir gehört, täglich rauf und runter. Und was kann es Schöneres geben, als ein Onkel zu sein? Ich hatte keine Frau mehr, aber ich glaubte, nun war ich auch ein Onkel. Es ist Gossenmusik. Es ist Musik, die darstellen kann und darstellen will, wo sie herkommt und wo die Macher dieser Musik herkommen. Und das ist unheimlich wichtig. Das finde ich bei kaum einem anderen Musiker, dass er so deutlich biografisch arbeitet. Ja, Leute mit einer gearschten Biografie, die kaputte Elternhäuser. Also es ist schon eine kaputte Musik für kaputte Leute. Aber ich finde das eben nicht negativ, wenn jemand kaputt ist, weil er meistens dafür nichts kann. Auf jeden Fall glaube ich, dass es Menschen gibt, denen die Musik der Onkels und die Verbindung zur Geschichte dieser Band mehr gebracht hat als irgendein schlauer Spruch von einem Therapeuten. Weil es was mit Selbsterkenntnis zu tun hat und mit dem Festhalten an einem eigenen Ziel, an einem eigenen Weg. Es ist eine Selbstbestimmtheit in den Texten und es ist ein Egoismus, glaube ich, ein Egoismus in der Haltung, die diese Musik und diese Texte transportieren, die ich mir oft selber nicht leisten kann, vielleicht auch nicht leisten will. Und dann nehmen wir die vier Jungs aus Frankfurt die Arbeit ab. Ich finde es faszinierend, dass man aus so einer sozialen Struktur heraus sich entwickelt. Das beweist, dass man sich entwickeln kann. Und das heißt auch, dass Leute, die den Dreck fressen, nicht unbedingt den Rest ihres Lebens dumme Jungs bleiben müssen. Oder es dumme Jungs gewesen sind. Die heißen ja deswegen böse Onkels und nicht dumme Tanten. Böse kann man sein, dumm nicht.